YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir sind hier ein bisschen unterwegs. Heute bin ich ein bisschen alleine unterwegs, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden wahrscheinlich heute genug Roleplay erleben und von daher alles gut. Ach so. Wir spielen auf einer neuen Map-Version, dass die Tankstelle hat ja nicht funktioniert. Ich konnte dort nicht tanken und so. Und die wurde neu gemacht und da muss man ja immer neue Savegame machen, wenn man was Neues macht und so und bla und blub und hin und her. Und deswegen geht das jetzt nicht. Und ja, deswegen steht der Drescher wieder hier und nicht da vorne. Deswegen. Muss ich nachher mal gucken, ja, minus 5 Grad. Ich glaube, Boden, der ist gefroren, oder? Ich glaube, ich kann da nicht schon mal grubbern und so. Ich glaube, das geht in die Hose. Mit dem Dreschen sind wir heute fertig. Hallo? Hallo Fritzel. Hallo? Du sag mal, hast du Hafer? Mir ist der Hafer ausgegangen, oder so gut wie. Und sonst muss ich zum Landhandel. Moment, Moment, Moment. Ja, ich hab Hafer. Dann. Oh, ich hab 60.000 Liter sogar. Boah, okay, ich hol alles davon, wenn's okay ist. Ja, hol mal. Sag mal, hast du denn Lust, irgendwas zu machen? Und ich weiß nicht, hast du was vor? Ich wollte. Nicht viel. Weil du meintest mal, du willst mit mir irgendwas bereden oder so. Achso, ja, ja. Können wir gerne machen. Also, ja, ich fahre gleich eben kurz zum Landhaus. Ich melde mich nachher auf jeden Fall bei dir. Okay. Ich bin am Hof, hab noch Pferde zu reiten. Also, du weißt ja eben, wo du mich findest. Ja, alles klar. Ich werde auf jeden Fall später hinkommen. Okay. Alles klar. Jo, tschüssi. Tschüss. So. Jetzt fahren wir eben schnell zum Landhandel. Ich will eine Bestellung aufgeben. Oder 600k. Ja, dann ist das, ne? Da hat man ein paar Nullen überlesen, ein paar Zahlen und dann denkt man hier schon mal, wäre hier Millionär, ne? So. Zu machen. Es sieht hier wieder aus am Hof. Immer wenn ich mir vornehme, dass es hier sauber bleiben soll, dann wird es nie sauber, du. Ist die scheiß Straße da hinten noch gesperrt?
Die Karre zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, Alter. Doch, Fritzel. Moin. Ja, Sportpferd ausfahren. Genau, beim Landhandel was bestellen gehen. Gehst du Strohtechnik bestellen? Genau, ja. An was hast du gedacht? An die Primus, Quaderballentechnik und sowas. Ja, deswegen wollte ich dich noch anrufen. Okay, und was denn? Ja, einfach kurz, um mit dir abzusprechen, was wir da investieren wollen. Ja, ich würde schon in Quaderballen investieren, oder was die, meinst die du? Big Pack. Die was? Die Krone-Presse, die Quaderballen-Presse. Ja, genau, die, wie heißt sie hier, die... Die Big Pack. Genau. Was ist denn, was kann man eigentlich mit der Primus machen? Die presst Strohpellets. Mit der Big Pack machst du ja Quaderballen. Ja. Und mit der Primus machst du Strohpellets, also Stroh und Heupellets. Ach echt? Ja. Wäre vielleicht auch eine Investition wert. Das sag ich dir. Dann werde ich wohl die Big Pack kaufen, den Ballenkollektor direkt dafür. Ja. Die Primus, den Ballenauflöser direkt dazu. Ja. Dann können wir nämlich auch ein paar Pellets, dann können wir vielleicht so an den Landhandel verkaufen. Und dann habe ich gedacht, dass wir noch die B50AR03 nehmen. Was hält, oder nee, die AR. Die 03 macht Sinn, ja. Ist das die ich meine? Ja, genau, die 03, ja. Ich würde auch noch die V-Grab. Genau, die V-Grab, ja. Kannst du ja farbentechnisch. Ich weiß nicht, ob wir mal in Weiß was bestellen wollen. Können wir gerne machen. Und die B50AR03, entweder ja, kannst du ja für Frontlader oder warte mal, für. Passen da nur drei Ballen drauf auf dem Bale Collector? Ja, der macht so Dreierpakete. Da kannst du dann mit der AR03 kannst du die aufnehmen dann. Aber du weißt, dass die Big Pack 319.000 kostet. Mit allem drum und dran sind wir da ein bisschen Geld los, ne? Ja, ich habe oben in der Pelletfabrik noch einiges rumliegen, also wir können uns da schnell wieder ein Polster aufschaffen. Gut. An dem soll es nicht scheitern, aber ich denke mal, die 600.000, 700.000 sind da gut investiert. Ja. Das wäre auch gut für die Strohpellets, die könnten wir dann auch nehmen für die Schafe und das alles. Ja, genau, die kannst du dann verfüttern. Wenn du willst, kannst du die Ladegabel, die AR03, auch für einen Telelader kaufen. So einen hätte ich noch am Hof rumstehen. Ja, dann machen wir das. Hast du noch was gedacht wegen der Sitzung heute, oder? Ja, ich sind nur du und Liv da, ne? Ja, aber wir müssen halt trotzdem mal was zusammenstellen. Wir müssen was zusammenstellen, ja. Ich weiß, warum. Ich habe vorhin noch mit dem Adler telefoniert. Und er hat mir mal seine Gedanken noch durchgegeben, also ihn könnte ich quasi vertreten. Okay, das hört sich gut an. Und Ole, den vertrete ich mal. Ja, ne gut, weiß ich Bescheid. Dann rufst du durch. Ich ruf durch, ich gehe jetzt erstmal bestellen und dann hören wir uns. Wenn du was wissen willst, klingelst du nach. Ja, alles klar. Dann bis später. Bis später, Stecher. Tschüss.
Haben die eigentlich keine Kundenparkplätze? Kollegen, ne? Also, ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Fritzl. Hallo. Ist fit? Guten Tag, liebe Landhandelgemeinschaft. Wie geht's Ihnen? Ganz gut, warum? So geschwollen. Was? Warum sprichst du schon wieder so geschwollen? Ich will nur was bestellen, deswegen bin ich hier. Ja. Du müsstest erstmal was bezahlen, bevor du was Neues bestellst. Da ist noch einiges offen. Oh, dann bezahlen wir das natürlich erstmal. Weil du hast das Kalk, 140.000 Liter? Ja, habt ihr das denn schon alles gebracht? Zwei Anhänger, ja, ja. Okay, weil unten bei euch noch ein Anhänger steht und bei mir im Lager leider nur ein Ding drin ist. Bei dir steht noch ein Anhänger? Welcher Anhänger? Ja, vorne euch steht ein LKW bei mir auf dem Hof. Welcher? Ein blauer? Ich weiß nicht, einer von mit euch. Mit Anhänger? Mit Anhänger, genau. Ist der voll oder leer? Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich meine, der war leer. Nee, warte mal, dann also wenn er leer ist, dann da kriegst du noch eine. Dann müssen wir schauen. Du hast das 70.000, sagst du. Genau. Nee, okay, das ist, nee, Chef. Wir sind zusammen runtergefahren. Du hast die erste Fuhre gefahren. Da hab ich noch was erledigt. Und bei der zweiten Fuhre, da habe ich einen Raimund weggebracht. Kann ja sein, dass der voll gekommen. Unten steht. Nee, hast du da ausgekippt? Dann bist du doch zum Fritzl gerannt aufs Feld. Also wir wollten ja vorne danken. Nein, Harald, du verwechselst was. Das, was wir ausgekippt, wir haben nichts ausgekippt. Wir sind mit dem Tankanhänger runtergefahren. Nein, du bist mit dem Anhängerzug runtergefahren, hast abgekippt und ich kam mit dem Tankzug hinterher. Ich kann jetzt auch leider nicht nachschauen. Machen wir erstmal keine Hektik. Also stimmt, Harry hat recht. Ich kann es jetzt gerade nicht nachschauen. Ich muss das bei mir am Silo nachschauen. Ich bezahle jetzt warte einfach. Mal ganz kurz. Ja. Bist du uns um 70.000 Liter Kalk bescheißen? Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich bezahle das doch. Aber du hast doch aber auch gerade gesagt, dass nur einmal bei dir im Lager ist. Komisch. Aber um hundertprozentig sicher zu gehen, will ich gleich nochmal eben schauen. Ist Moment. Doch kein Problem, es kann ja einer von euch mitkommen sogar. Moment. Ich rieche einen Schnorrer. Mhm. Ein 70.000 Liter Kalkschnorrer. Nee, aber Spaß beiseite. Guck bitte nochmal nach, ob das drin ist. Und dann rufe ich dich an. Ich bezahle jetzt trotzdem eben, dann sag mal die Summe, dann überweise ich das nämlich jetzt sofort, weil. Ari, rechne mal mit, ich sag dir mal an. Und ich denke, ihr wollt heute Geld verdienen. Heute wollen wir Geld verdienen. Also, 140.000 Liter Kalk. Ari? Ja, sind 35.000. Ja, es kommt noch was dazu: 21.000 Liter Mischfutter. Und dann war die Betankung am Feld. Da ist ja mittlerweile diese drin, ne? Ja. Komm, pass auf. Diesen ganzen Ärger, den es da unten gab und so weiter, die eine Tankfüllung schenkt man dir. Und weil auch das mit der Tankstelle nicht funktioniert hat und so weiter, der Drescher war umsonst betankt und gut ist. Also mach mal, Hachi, die zwei Sachen. Da sind wir bei 45.500. Genau. 45.200? 500. Nicht immer noch nach Schnorren. Ich meine das mit der Kundschaft und der Preissensibilität, Harry. Ja, das war da jetzt sensibel genug, oder also, nicht? Also 500! Man kann auch sagen, nein, sie haben das mich wahrscheinlich akustisch nicht richtig verstanden. Ich meinte 500. Das wäre jetzt richtig gewesen, Harald. Okay, lass mich mal probieren. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, zu Fragen, zu 200? Also, 45.200? Nein, lieber Herr Friesi, das waren 45.500. Wenn Sie da die Güte noch hätten und den Rest dann bitte ordentlich. Ja, sicher, überhaupt gar kein Problem, mache ich doch gerne. Klasse, Harald. Klasse, Harald, super. Also, ich muss ja echt zwei sagen, also das mit der Tankfüllung und so, ihr seid ja echt zwei Gönjamins, ne? Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und herzlichen Dank. Das Gönjamin 1 und Gönjamin 2. Ja, das sehe ich gerade schon. Ja, aber an deiner Stelle würde ich jetzt schnell sagen, was du willst, weil wenn es aber auf die Rechnung hinlegt, kann es sein, wir überlegen uns das nochmal. Dauert noch ein bisschen, aber Männer, wir sind schon mal weg. Pass auf, ich will ein bisschen Ballentechnik. Ich will ein bisschen Ballentechnik bestellen. Ballotechnik. Ballotechnik, genau. Fangen wir erstmal mit den Maschinen an.
Ja, sag mal an. Die Big Pack 12090 HDP 2XC. Schreibst du auf, Harry? Aber natürlich, nur ist es mir bis zum gewissen Teil an der Schnelligkeit möglich. Gut, schreib's einfach auf. Sag bitte Bescheid, wenn du es notiert hast, Harald. Also die Big Pack 2090, 1290. 1290, okay, natürlich, sehr gern. HDP, ja genau. HDP, jawohl. 2XC. Ja, genau. 2XC, sehr gern, ist notiert. Könnt ihr mir sagen, wofür der Bale Collector 1230 ist? Der ist für die Bremus 5000, um Ballen auszulösen und in den Pellets zu pressen. Gut, dann nehme ich die dazu. Die Bale Collect 1230. Aber dafür brauchst du eine Bremus. Die kommt jetzt als nächstes. Ach so. Ballen, also ein Ballenauflöser? Genau. Ja. Dann Bremus 5000. Genau. Den Bale Collector hast du auch? Ach stopp, den Ballenauflöser oder den Bale Collector? Der Bale Collector, den hängst du an die Big Pack. Ja. Und der sammelt die dann. Der direkt. Sammelt drei, der legt dir eine Dreierballenablage ab. Alles klar, die nehme ich. Habe ich mich verhört, sorry. Alles gut. Also die Big Pack, der Bale Collector, die zwei Sachen haben wir bis jetzt. Big Pack, Bale Collector, die Primus 5000. Primus, ja. Den Ballenauflöser. Ja. Den B50AR03. B50AR03, das ist die Ballenzange. Genau. Ganz kurze Frage. Eigentlich kann ich doch auch den B50AR03 nehmen, weil ich doch diesen Ballenlöser da habe. Der macht doch Dreier-Stacks, oder? Den Collector meinst du? Den Collector, ja. Also oder den AR05, der sammelt 5 Ballen. Den AR03, der sammelt 3 Ballen nebeneinander liegen. Ah, dann den AR03, bitte. B50AR03, für welche Aufhängung? Frontlader, Telelader, Radlader? Ach so, Frontlader bitte. Für den Frontlader. Aber da musst du dir sicher sein, dass das wirklich, dass du da wirklich was Ordentliches hast, ne? Bei drei Ballen haben natürlich ein Gewicht. Ach so, ja klar, mach ich mit dem, kannst du mir das aber vielleicht in die Farbe schwarz bestellen? In schwarz, ja. Ja. Harry, schreib mal auf in schwarz. Sehr gern. Gut. Dann die V-Grab. V-Grab? Ja. Warte. Ja. Auch in schwarz für Front. In schwarz, ja. Für Frontlader. Auch Frontlader, gut. Und die B50AR03 noch ein zweites Mal. Aber diesmal für den Telelader, bitte. Auch in schwarz. Gut. Ach, ich schreibe mit. Ja. Das wär's schon. Das wär's schon. Das wär's schon. Ja, ganz schöne Bestellung. Wir pass auf. Das durch. Ja. Hat keine Hektik. Wir sind gerade im Winter. Ich weiß ja, ihr seid auch viel beschäftigte Geschäftsmänner. Lasst euch da ruhig Zeit. Ist jetzt nicht die Eile wert, ne? Also, wir können ja eh gerade kein Stroh, nichts machen. Nur damit ihr da Bescheid wisst. Ne? Ja. Könnt ihr hier euren Kram hier machen und kann dann warten. Es wäre nur schön, wenn wir es dann, ich sag mal so, spätestens Mitte Herbst, es wäre dann Ernte, dass wir es da in den Zeitraum haben. Ja. Nee, also wir bestellen das und dann geht's los, ja. Aber wir würden vorher erstmal ein Angebot machen, oder was? Oder ist das jetzt die finale Bestellung? Finale Bestellung, ist safe, kannst du durchbuchen. Okay, alles klar. Gut, dann bedanken wir uns vielmals im Namen des Landhandels. Ich fand's auch. Leute. Maschinenhandels. Sehr, sehr, sehr angenehm hier. Sehr, sehr angenehm. Ja. Sehr, sehr angenehm. Ja. Wir freuen uns auch immer wieder über nette Kunden wie dich, Fritze. Und werden uns natürlich definitiv bemühen, das ordentlich auszuführen. Ja, klasse, der Harry. Ich finde ihn klasse. Das ist wie ein Roboter, den kannst du immer neu programmieren. Also ich finde das schön, ich finde das angenehm. Das macht das Bestellen und hier hinkommen sehr freundlich und angenehmer. Aber was ist mit ihm los? Was hast du gemacht? Ja, ihr habt neue Festplatte rein. Ach so. Ja. Siehst du, Fritze, man möchte ja natürlich auch seinen guten Kunden etwas Freundlichkeit gegenüberbringen und deswegen, Fritze, sei einfach ganz entspannt und freu dich auf deine neuen Maschinen. Ja, bin ich auch. Dankeschön, Harry, sehr lieb. Ja, sehr gern. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich euch auch, Leute. Scheiße, ich habe was vergessen. Ich habe noch was vergessen. Ich brauche einen Ballenanhänger.
Den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Entschuldigung, Leute. Ich brauche einen Ballenanhänger. Sag mal, was kannst du mir denn da empfehlen? Da habe ich mir jetzt überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Empfehl mir mal bitte was. Vielleicht. Ich habe ja noch den Iveco. Gibt es da irgendwie einen Aufsatz für? Was hast du, den Iveco? Den Iveco. Und ich glaube, ich werde mir die Tage auch einen neuen LKW bestellen. Du willst dir einen neuen LKW bestellen? Ja. Welchen denn? Ich habe eigentlich gedacht, hier, da kam ja hier das neue Update raus, den TGS, den MAN TGS 18500, 4x4 Modul, ne? Also da könnte man ja definitiv eine sehr gute Empfehlung aussprechen, Fritzl, wenn du das möchtest. Ja, hau mal gerne raus. Ja, ich würde das tatsächlich, also für den MAN TGS, es gibt einen Ballenauflieger. Aber da sage ich dir gleich, wie es ist, da wirst du nicht viel wegkriegen. Um ehrlich zu sein, will ich damit auch nicht allzu viel wegkriegen. Es geht sich eigentlich nur, ich nehme die Primus auch nur ein bisschen, um Graspellet zu machen für mich, für die Schafe und sowas. Und vielleicht kommt ja hier und da vielleicht mal ein Auftrag rein, wo jemand dringend Pellets bräuchte oder was auch immer. Und wir haben ja eigentlich oben eine Pelletsfabrik, aber die macht ja nur Holzpellets. Und die wird wahrscheinlich, also, weißt du, ich einfach... würde dir anhängertechnisch, würde ich dir empfehlen. Ja. Dass du unabhängig ob LKW oder Traktor das Ganze nutzen kannst, aber jetzt auch kein Dolly brauchst. Ja, das möchte ich, ja. Du brauchst kein Dolly, kannst aber Traktor oder LKW nehmen. Ja. Würde ich dir den Fliegel entweder DK oder MK empfehlen. Aber Harry, mit welchen gab es Probleme? Deswegen, von den Fliegeln würde ich also so komplett abraten, Chef, wenn ich dir da mal ganz nett widersprechen darf. Und ich möchte da gerne die Seite im Katalog der Ballentechnik verweisen. Und da auf der, auf der letzten Seite, so der zweite Ballencontainer, ist ein ganz schnittisches Modell, auch farblich optimal abgestimmt auf den LKW. Wo? Bei Ballentechnik direkt. Bei der Ballentechnik. Ah, Ballentechnik, ah ja, auf der... Ja. Und das ist ja, wie gesagt, auch farblich ein ganz schnittisches Modell, gibt auch optisch eine gute Zusammenkunft her und ja, wie soll man sagen, Fritzl, würde, denke ich mal, von der Schnittigkeit ja definitiv auch zu dir passen. Den direkt von MAN meinst du den oder was? Genau. Den TR oder wie? Ja. Nee, Ballencontainer. Den Ballencontainer. Der könnte theoretisch vorne über der Kabine nochmal was laden. Ich verstehe, worauf Harry hinaus will. Und den könnte ich da oben drauf setzen. Und für Quaderballen ist das ja perfekt. Weißt du was? Nehme ich dazu. Gut, ja, alles klar. Aber du hast den LKW ja gar nicht. Ich habe den LKW noch gar nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Den können wir dir natürlich auch gerne noch mit anbieten. Das gehört natürlich zum Service mit dazu. Wie gesagt, Harry, der LKW ist ganz eine... auf Dulli. Warte. Ganz schnittische Variante. Chef, unterbrech mich jetzt bitte nicht. Wir haben ein Kundengespräch. Da gehört ein bisschen Kontenance dazu. Danke. Ja, erzähl an. Kann ich gerne einfach mit dem Mähwerk hier wechseln. Kann ich meinen Iveco als Zahlung dafür den angeben? Ja. Ja, kannst du. Dann nehme ich den MAN da auch noch dazu. Ja, okay. Gern. Das machen wir fertig. Alles klar. So wird's werden. Dann bringe ich euch nachher den Iveco hoch und genau, dann schon den Restwert bestimmen können. Genau, ja. Okay, passt. Mit den Aufsätzen alles drum und dran? Oder das, was du verkaufst. Ja, nee, meine Frage war eigentlich nur, passt der auf den MAN drauf, die Aufsätze, die ich so noch habe? Müssen wir probieren, wenn sie da sind. Müssen wir probieren. Herr Witten. Wird dann halt nur schwer, den hier die hochzubekommen, zu verkaufen. Ne? Die Aufsätze. Ja, sicher. Ja, dann machen wir erstmal das eine und dann das andere. Das Iveco-Problem können wir ja danach machen. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, nee, gut, machen wir das so. Passt. Na? Männers, vielen, vielen Dank. Ja, alles klar. Also Lob hier an euch, war klasse hier. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Hallo, ja. Hallo? Ja, sag mal, habt ihr euch vermehrt? Wie? Ja, rufst du mit 10 Handys an? Nee. Was gibt's denn? Ich hab Rechnungen in den Briefkasten geschmissen, wenn sie da immer zeitig bezahlen würden, weil ich eine Rechnung habe ich vergessen.
Die Hoftankstelle ist die Tankstelle bei Fritzl? Ja. Männer, ganz kurz noch. Den MAN bitte in Deutsch-Grün und wenn es geht, tu mal da mein Logo drauf folieren, ja? Aha, okay. Alles klar, danke, tschüss. Tschüss. Leute, der ganze. Ich sehe gerade, dass ich jetzt hier gerade ein bisschen. Trubel über das Geld. Digga, ich habe 1 Million auf dem Konto. Die BGA spuckt immer Geld aus. Wenn ich nichts ausgebe, habe ich irgendwann 500 Millionen und bin hier der ringende Nummer 2. Da will ich gar nicht hin. Da will ich auch mit dem Projekt nicht hin. Einfach mal geschmeidig bleiben, abwarten. Außerdem bekomme ich eine Riesenrechnung insgesamt so bestellt, weil es wird ja die BGA umgebaut, es wird der Hof umgebaut und alles drum und dran. Also ganz geschmeidig bleiben, also wartet mal ab, bitte. Ihr seid immer so ungeduldig. Einfach abwarten, Leute. Jetzt mal einfach geschmeidig bleiben. Bleibt doch erstmal geschmeidig. Wenn euch 500 Folgen etwas gezeigt haben, ist, wo ihr euch in Folge 430 drüber aufregt, ist bei Folge 435 schon komplett aufgeklärt. Und dann sind eure Ausraster sowas von unbegründet, weil... Oh, einfach geschmeidig bleiben. Wartet ab, was passiert. Wartet einfach ab, was passiert. Wenn ihr die Serie Gotham guckt, ja, und der Jim Gordon macht etwas, was euch nicht gefällt, geht ihr dann auch ins Forum und geht euch beschweren und in der dritten Folge von der Staffel kriegt der Jim Gordon für diese Aktion einen auf den Finger, wo ihr euch dann drüber freut. Also bleibt mal ruhig. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.